Eskalation im Deutschen Bundestag. Heute wird sprichwörtlich die Kettensäge angelegt an die Demokratie. Die CDU hat nämlich einen Antrag geschrieben, den die SPD von ihr verlangt hat. Es geht um die Zurückweisungen an der deutschen Grenze. Und heute müssen sie alle Farbe bekennen. Auch die AfD, auch die FDP, die CDU und die SPD. Die Grünen sind sowieso verloren. Und ich habe euch den exklusiven Antrag in der Vorabfassung mitgebracht. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Großes Theaterschauspiel schon die ganze Woche zum Thema Migrations- und Asylwende in Deutschland. Die SPD und die FDP hatte die Union dazu aufgefordert, einen eigenen Antrag zu schreiben und diesen eigenen Antrag einzubringen. Wolfgang Kubicki hat getwittert, er würde dann mit der FDP für den Antrag der Union stimmen und auch wohl aus der SPD gibt es ein paar Abgeordnete, die da dazu neigen, dem Antrag der Union zuzustimmen. Und der Antrag der Union, der ist so genial und gleichzeitig so kurz, er passt auf anderthalb DIN A4 Seiten. Interessant sind vor allem die Zahlen, die sie referieren, und zwar, dass seit 2022 nicht nur 1,2 Millionen Ukrainer ins Land gekommen sind, sondern auch mehr als 700.000 Asylbewerber. Das ist zusätzlich natürlich. Also, das sind schon fast 2 Millionen Menschen in den letzten 2,5 Jahren. Sie sagen hier, es reicht. Auch dieses Jahr gibt es schon über 160.000 Erstanträge auf Asyl. Und eigentlich läuft aktuell die Haushaltswoche. Und dennoch gibt es jetzt hier heute das große Sicherheitspaket der Ampel, was beraten wird. Dabei wird unter anderem jetzt auch der Antrag der CDU mit aufgesetzt mit dem Titel für eine echte Wende in der Asyl- und Migrationspolitik Zurückweisungen an den deutschen Grenzen vornehmen. Und wenn ihr jetzt aufgepasst habt in meinen Videos, dann könnt ihr jetzt zuhören, wie die Union genau das in Schriftform gepackt hat, was ich euch immer erklärt hatte. Ihr erinnert euch noch an den Artikel 74 AEUV, den Friedrich Merz für die Notlage erst zitiert hatte, den es so gar nicht gibt. Man hat das inzwischen korrigiert auf Artikel 72 und jetzt ist hier die ganz klare Forderung, über die heute abgestimmt werden soll im Deutschen Bundestag. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung daher zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und zum Schutz der inneren Sicherheit in Deutschland im Sinne von Artikel 72 AEUV gemäß Artikel 16a Absatz 2 Grundgesetz und Paragraf 18 Absatz 2 Asylgesetz umgehend auch solche Personen an den Binnengrenzen zurückzuweisen, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder des Schengen-Raums bereits Aufnahme gefunden haben oder die einen Asylantrag auch in einem Staat, aus dem sie einreisen wollen, stellen können. Ganz genau das, was ich euch immer wieder gezeigt habe. Paragraf 16a Asylgesetz sagt eindeutig, Leute aus sicheren Drittstaaten sind zurückzuweisen. Paragraf 18 Asylgesetz sagt es ebenfalls, dass Leuten die Einreise, vor allem Ausländern die Einreise, unabhängig davon, welcher Schutzstatus das am Ende sein soll, Ausländern ist, die Einreise zu verweigern. Die CDU, sie macht jetzt hier ernst, sie fordert allen Ernstes in einem Antrag die Bundesregierung dazu auf, geltendes Recht wieder einzuhalten. Aber der Treppenwitz ist, die CDU war es unter Angela Merkel, die genau diese rechtliche Unsicherheit erst geschaffen hat, indem man 2015 sich dafür entschieden hat, die Dublin-III-Regeln außer Kraft zu setzen. Die Regeln unserer Nachbarn, die sind inzwischen nicht mehr als verständlich. Dort heißt es seit Jahren, ihr Deutschen, ihr habt sie eingeladen, also nehmt sie bitte. Da haben sie ja auf der einen Seite recht, auf der anderen Seite muss man sagen, die Deutschen werden irgendwann wach und sagen einfach, stopp, bis hier hinten und nicht weiter, sonst legen wir mal die Kettensäge hier an unsere Gesetze und schneiden die so lange zurecht, bis es uns passt. Ganz wie Milei in Argentinien, der neue Präsident, der es geschafft hat, dass die Mieten in ganz Argentinien um 25% gesunken sind. Einfach die Regulierung über den Haufen geworfen, Mietpreisbremse etc. alles gestrichen und schon gab es eine Verdopplung des Angebots auf dem Markt. Das Gleiche würde in Deutschland funktionieren. Es gibt hunderttausende Wohnungen, die von den Eigentümern lieber im Leerstand bleiben, als vermietet zu werden, wegen den hohen Regulierungen. Wir kommen aber zurück.
Heute ist wirklich ein spannender Tag im Deutschen Bundestag. Die Ampelregierung muss jetzt Farbe bekennen und sie müssen sich jetzt entscheiden. Es gibt nämlich hier mehrere Möglichkeiten. Zu diesem Antrag gibt es ja die Sicherheitsgesetze, das Paket, was Sie jetzt verabschieden wollen, kurz nach Solingen, was Ihnen noch aufgefallen ist nach 3 Jahren, was man ja als Regierung noch arbeiten kann. Das wird in Gesetzesform gegossen. Jetzt ist heute die erste Lesung in der Haushaltswoche im Deutschen Bundestag und dann wird das Ganze an den Ausschuss überwiesen. Jetzt hat die AfD und die CDU einen Antrag gestellt und der Antrag ist kein Gesetz, den kann man sofort abstimmen. Jetzt gibt es allerdings eine Regierungsmehrheit, die natürlich dagegen stimmen könnte und wir haben das oft gesehen in der Vergangenheit, dass Anträge von der Opposition, die die Opposition gerne sofort abgestimmt hätte, mit der Mehrheit der Ampel dann in den Ausschuss überwiesen werden und sie damit für Wochen aus dem Parlament wieder verschwunden sind. Es gibt bis heute Morgen auch im Intranet des Deutschen Bundestages noch keine Klarheit über die Abstimmungsmodalitäten. Das Ganze startet heute 9 Uhr mit einer Debatte von mindestens 90 Minuten. Ich wette, vor 11 Uhr wird sie sowieso nicht fertig sein mit diversen Zwischenfragen und Zwischenrufen und danach soll abgestimmt werden. Wenn die Koalition jetzt hingeht, nachdem sie die Union aufgefordert hatte, diesen Antrag hier zu stellen, ihn jetzt in den Ausschuss zu überweisen, dann wisst ihr, was ihr davon halten könnt. Viel spannender wird es, wenn sie heute die Sofortabstimmung im Plenum machen, denn die FDP hat gesagt, sie gehen mit. Und im Deutschen Bundestag haben FDP, CDU und die AfD eine Mehrheit. Wenn es heute zu der Tatsache kommt, dass der Antrag der CDU mit Unterstützung der FDP und mit Unterstützung der AfD-Stimmen abgestimmt wird, dann sehen wir, wie die Regierung in sich zusammenfällt, wenn die FDP wirklich mit der Opposition stimmt und dabei noch Stimmen der AfD dabei sind, dann erleben wir heute eine politische Nuklearexplosion im Zentrum von Berlin am Platz der Republik 1. Das hat nicht nur Kraft, hier mit der Kettensäge ein bisschen wild umherzumachen. Nein, das hat wirkliche Sprengkraft, je nachdem, wie das heute ausgeht. Genauso könnte die Ampel sich ja auch einfach in die Hosen machen, das Ding in den Ausschuss verweisen und dann bleibt es vor der Brandenburg-Wahl einfach dort liegen. Spannend wird es wirklich, wenn dieser Antrag heute eine Mehrheit findet, dann kann die Regierung nur noch geschlossen zurücktreten und um Neuwahlen bitten, denn dann muss auch Olaf Scholz die Vertrauensfrage stellen, wenn ein Antrag der Opposition die Mehrheit der Stimmen im Parlament hat, dann ist es nicht mehr die Mehrheit des Kanzlers Olaf Scholz. Wenn das heute wirklich schief geht, dann können Sie wirklich den Laden zumachen. Auf jeden Fall wird es heiß hergehen. Irgendjemand muss heute umfallen. Irgendjemand muss seine eigene politische Position verraten. Mir fällt da ganz klassisch die FDP ein. Aber es könnte ja auch sein, dass die FDP heute aus der Ampel aussteigen will, indem sie mit der CDU für den Antrag stimmen, dass sie dann die Stimmen der AfD kriegen. Weiß nicht, ob sie das kalkuliert haben und wie sie dann reagieren. Auf jeden Fall, wenn das heute passiert, wird das Medienecho auf der ganzen Welt heute Abend zu hören sein. Ich kann mir das schon bildlich ausmalen. German politics changed, far right, votes with crystal democratic union. Leute, spannender wie US-Wahlkampf, die deutsche Politik, wenn sie mal wieder wach ist, dass sie gemerkt haben, dass ihnen die Wähler so weit weggerannt sind, dass sie auch bis nächstes Jahr nicht wieder zurückkommen. Ich bin wirklich gespannt. Heute geht's um alles mal wieder. Heute wird's wirklich interessant, denn der Antrag ist der notwendigste, den wir aktuell in diesem Land stellen können. Macht endlich zu die Tür und schickt die Leute wieder raus. Dann wird das vielleicht noch was mit dem Wohnraum, der wieder frei wird. Dann wird das vielleicht noch was mit dem Bürgergeld, was weniger wird, und den Sozialausgaben, dann wird das vielleicht noch was mit ein bisschen Wirtschaftswachstum, weil der Staat ein bisschen mehr Geld für andere Dinge haben kann. Schauen wir mal. Oder sie fallen einfach alle um, wie Streichhölzer im Wind alle umknicken. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auch auf deine Meinung. Abonniere den Kanal, abonniere X und Telegram für die unzensierten Bilder. Ansonsten sage ich habe noch Auswandern mit Kopf. Für jeden, der die Schnauze voll hat, einfach mal vorbeischauen. Für jung oder alt, für arm oder reich. Für jeden soll was dabei sein. Und damit, ciao, bis bald.